Versuch doch mal auf diesem Bild die Kartoffeltaschen zu finden. Sie sind definitiv da und doch sind sie versteckt. Deshalb nenne ich dieses Gericht auch versteckte Kartoffeltaschen. In diesem Video geht es darum, wie ich dieses Gericht gemacht habe. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Dieses Rezept ist für 5 Personen und die Zutaten laufen hier gerade wieder durch. Und ihr könnt sie wie immer unter diesem Video nachlesen. Dann wollen wir mal loslegen. Als erstes werden Zwiebeln in einem Gemüsezerkleinerer fein geschnitten. Die Zwiebeln kommen dann schon mal zur Hackmasse hinzu. Ebenfalls zur Hackmasse kommen Oregano, Knoblauchgranulat, Salz und Pfeffer. Alles gut vermengen. Jetzt wird in einem Topf Butterschmalz zerlassen und die Hackfleischmasse krümelig gebraten. Dann wird das Hackfleisch erstmal beiseite gestellt, abkühlen lassen, damit wir es später anfassen können. Da die Kartoffeltaschen mit Frischkäse gefüllt waren, habe ich passenderweise eine Kräuterfrischkäsesoße dazu gemacht. Alle Zutaten für die Soße werden jetzt miteinander vermengt und zum Schluss nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dann wird ein Backblech mit Backpapier belegt. Und wer das noch nicht kennt, dafür gibt es einen Trick, den ich euch hier nochmal zeige. Damit sich das Backpapier von der Rolle nicht immer wieder selber aufrollt, das kann sehr nervig sein, gibt es einen Trick. Das Backpapier wird zerknüllt, dann auseinandergezogen, wieder aufs Blech gelegt und da bleibt es dann, ohne dass es sich zusammenrollt. Ein einfacher, aber sehr effektiver Trick. Et voilà, da ist es. Auf das Backpapier werden jetzt die Kartoffeltaschen gesetzt. Ich gebe zu, ich habe sie nicht selber gemacht, das sind fertige, die nach Packungsanleitung im Ofen gebacken werden. Ich habe sie noch 5 Minuten länger drin gelassen, in der Hoffnung, dass sie krosser werden und nicht so schnell durchweichen. Hat nichts genützt, sie sind trotzdem durchgeweicht, aber das hat dem Geschmack nichts getan, das war diesem nicht abträglich. Wenn die Kartoffeltaschen fertig gebacken sind, werden sie in eine gefettete Auflaufform umgesetzt. Zwischen die Kartoffeltaschen kommt dann der süß-sauer eingelegte Blumenkohl. Wie ihr Blumenkohl herzhaft lecker süß-sauer einlegen könnt, das zeige ich euch in diesem Video hier oben. Wenn der Blumenkohl gleichmäßig verteilt ist, wird die krümelig gebratene Hackmasse drüber verteilt. Und jetzt seht ihr, warum die Hackmasse abkühlen sollte. Mit den Händen lässt sie sich einfach besser verteilen. Über die Hackmasse kommt jetzt die Soße und ganz zum Schluss kommt der geriebene Käse obendrauf. Der Auflauf kommt jetzt für 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Und dann sieht er so aus. Und noch mehr total verrückte Rezepte findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.